Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist eine besondere, eine historische Nacht. Exakt in diesen Stunden vor 50 Jahren fanden die Stonewall Riots in New York statt, wo mutige LGBTI aufgestanden sind gegen brutale Polizeiwillkür. Und das war eine Geburtsstunde der queeren Emanzipationsbewegung. Blicken wir auf Deutschland. Vor 100 Jahren hat Magnus Hirschfeld sein Institut für Sexualwissenschaften gegründet und war als Wissenschaftler und als Aktivist ein Geburtshelfer der deutschen homosexuellen Bewegung, die brutal von der nationalsozialistischen Diktatur zertrümmert wurde. Denn erst vor 25 Jahren gab es in Deutschland die restlose Abschaffung des Paragraphen 175 und damit die Entkriminalisierung schwuler Männer in Deutschland. Und morgen, vor 2 Jahren, haben wir die Ehe für alle geöffnet. Deutschland hat also vor der eigenen Haustür gekehrt. Deutschland hat lange gebraucht bis zur Gleichstellung. Und das haben LGBTI-Aktivistinnen und Aktivisten erkämpft und erreicht. Und es gibt noch viel zu tun. Und aus der Geschichte, aus dem Grundgesetz und der Universalität der Menschenrechte erwächst diese Verantwortung, weltweit klarzumachen, Liebe ist Liebe und kein Verbrechen. In über 70 Staaten werden LGBTIs kriminalisiert, bestraft dafür, wer sie sind, wen sie lieben, wie sie leben. 6 Länder vollstrecken die Todesstrafe bei gleichgeschlechtlichen Handlungen. Nicht-Homosexuelle sind pervers, sondern die Verfolgung, denen sie vielerorts ausgesetzt sind. Ich sage hier sehr klar, je autoritärer ein Staat, umso höher sind die Diskriminierungsrisiken für LGBTIs, ob Gewalt, Morde, Homopropagandagesetze, Anti-NGO-Gesetze oder CSD-Verbote. Damit muss Schluss sein. LGBTI-Rechte sind Menschenrechte. Deutschland muss als internationaler Partner und einflussreiches EU-Mitglied Vorreiter für den Schutz und die Rechte sexueller und geschlechtlicher Minderheiten werden. In unserem Antrag zeigen wir viele Stellschrauben auf, zum Beispiel die Ächtung der Todesstrafe, Sanktionen gegen Regime und Machthaber, die LGBTIs verfolgen, den EU-Rechtsstaatsmechanismus schärfer stellen, LGBTI-inklusive Konzepte bei der Entwicklungszusammenarbeit und in der auswärtigen Politik nach den Jakarta-Prinzipien. LGBTI-Aktivistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten müssen besser geschützt werden, notfalls auch mit humanitären Visa. Homosexualität ist auch hier klar in Deutschland ein Asylgrund. Und ich sage hier auch, Länder, die unsicher sind für LGBTIs, können keine sicheren Herkunftsstaaten sein. Das alles und viel mehr finden Sie in unserem Antrag. Wir wollen weltweit sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung. Wir wollen den Druck auf Verfolgerstaaten erhöhen und wir wollen mehr Freiheitsgewinnerländer, wie zuletzt Ecuador, Bhutan, Taiwan, Botswana. Wir wollen mehr dieser Good News weltweit, denn LGBTIs, das sind keine Menschen zweiter Klasse. Liebe ist ein Menschenrecht, nicht erst seit Stonewall, und es dürfen keinesfalls weitere 50 Jahre vergehen, bis dies überall und weltweit gilt. Liebe Bundesregierung, bitte bewegen Sie hier endlich mehr und werden Sie zum globalen Vorreiter.